Urban, jetzt sind wir auf der Seite von der Rutschbahn, sehen eigentlich die andere Hälfte vom Schwimmbad einmal. Jetzt kommen wir aber mal ein bisschen genauer auf dich. Ja, was hast du eigentlich für einen Beruf gemacht zuerst? Bist du direkt im Schwimmbad gewesen, oder ist das wie dazu gekommen? Es ist alles so gekommen, wie es jetzt gekommen ist, der andere gesehen. Aber ich habe zuerst als Koch eine Ausbildung gemacht. Ich war nachher mehr so Restaurationsbetrieb gewesen. Nachher auch viele Sportbetriebe. Skilehrer gsi, bin Trainer gsi und nachher irgendwas weh hat sich das ergeben, dass ich zwischen ins Schwimmbad bekomme. Ich habe nachher die Badmeisterausbildung gemacht und die Kombination zusammen jetzt, also als Koch und Restaurateur und Badmeister, das ist natürlich eine ideale Kombination. Ich bin Winterskischeleiter, ich komme da so im Abrell und komme ich da so mit der Schneeschmelze so langsam zurück ins Schwimmbad. Und das ist für mich ein idealer Ausgleich. Also man kann sagen, Vielseitigkeit am Job ist das, was auch hier gefällt. Das ist richtig, absolut. Also es macht Spass. Und wie gesagt, es ist dann abwechselnd Sommer, Winter. Kann man mal ein bisschen gerade auf die Sicherheit vom Schwimmbad. Ja, was für eine Verantwortung haben eigentlich die Schwimmbäder? Es ist jetzt sehr wunderschön, es ist idyllisch heute. Aber wie zu uns ist, wir haben natürlich eine Verantwortung gegenüber unseren Gästen. Sei das im Bereich Sicherheit, da ist dort die Anforderung vom Badewasser, das wir müssen gewährleisten, Duschwasser und so weiter. Also es ist eine Verantwortung dabei. Jetzt so, ihr seid ziemlich am Arbeiten unten, an Kirmäutlein, alles am Putzen. Jetzt, wo seht ihr die grössten Baustelle sozusagen, wie man das so sagen kann, oder wo ihr am meisten Mühe habt, hier im Schwimmbad das zu reinigen, zu flicken oder zu machen, was zieht ihr am wenigsten? Mach halt alles gerne, tue gerne arbeiten. Naja, jetzt haben wir eine Herausforderung, ist jetzt haben wir eingefüllt, es ist windig. Jetzt das Wasser von der Sauberkeit aufrechts erhalten bis zur Eröffnung. Das braucht einen Einsatz. Was gibt es sonst noch für, so für Probleme im Schwimmbad? Eine Herausforderung ist sicher auch das Personal, respektive spezifisch die Bademeister jedes Jahr zu finden mit der entsprechenden Ausbildung. Also das ist eine Herausforderung.